Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Zelda Breath of the Wild. Deine Augen sind auch sehr schön. Ah, so flirty. Lass mich dir tief in deine schönen Augen blicken. Oh mein Gott. So much gay. I love it. Ich habe keine Ahnung, ob Posen kaputt gehen können, aber ich verkaufe die jetzt einfach. Tja, da muss ich wohl nackt rumrennen, wenn die anderen kaputt gehen. Kann ich irgendwas mitnehmen? Aha. Da haben wir da was. Bob, der Meister. Ja, wir schaffen das. Ich präsentiere Der Schäferturm von Hyrule. Mein Krankenbesuch werde ich unweigerlich mit Nacktheit konfrontiert. Dieser Umstand brachte mir auch die Erkenntnis, dass man sich ohne Kleidung schneller im Wasser fortbewegen kann. Warte mal. Ach, das ist eine Frau. Ich dachte, es wäre ein Insekt gewesen. Horrors Lieblingsessen ist bestimmt Porridge. Ich schaue mir gerne Fluss an, auch wenn ich totgedrescht werde. What the fuck? Oh, diese Assi-Bratze. Nein, das treibt weg. Okay, warte, ich mache mich schnell nackig, wie der Typ es mir gesagt hat. Oh Gott, bitte, lass mich nicht sterben. Jetzt so am Ufer hier verrecken, das wäre so bitter. Cool, ey, ich bin so schlau. Oh mein Gott. Nice. Ah, nein, bin ich doch nicht. Bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Kann ich mich auch währenddessen nackig machen? Kann ich. Was ist das denn? Oh mein Gott, nice. Jetzt bin ich nackig und ich bin schneller. Was? Was ist das denn? Lass die Blumen in Ruhe. Was ist das denn für eine Agro-Trusse? Ich will wissen, was sie macht, wenn ich drauf trainiere. Ob sie mich dann instant tötet oder zu einem bösen Bossgegner wird. Du darfst den Blumen nicht so, das tut denen weh. Ach, ich sehe mal was Cooles und drächt mich irgendwie kaputt oder so. Aber so ist halt ein Labyrinth. Oh mein Gott, so krass und heftig. Das ist der Mudder. Ernsthaft jetzt? Mein Gott, jetzt chill doch mal. Vor allem, der Blobble ist aber erlaubt, auf die Blumen zu gehen, oder was? Was denn Scheiß? Da komme ich doch gar nicht dran. Komm schon. Sie ist am Ende mit den Nerven. Ich habe es dir schon so oft gesagt. Oh Gott, was passiert jetzt? Warum kapierst du es einfach nicht? Oh mein Gott! Es hat sich gelohnt, da drauf zu gehen. Die Rache der Blumen! Die hat ja keine Chills in ihrem Leben. Und trampelt aber selber alle Blumen kaputt, ne? Diese Logik. Wie die wohl reagieren würde, wenn ich einfach alles abfackeln würde. Moment. Ich mach mich wieder nackig. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Oh, ja, so war das jetzt nicht so ganz gedacht. Oh, wir sind ein. Hi. Ah, nein, stopp! Ich wollte mit dem Typ reden und das fährt so, yeah, wir klatschen gegen den Stein. Ich kann auch Rückwärtsgang einlegen. Piep, piep, piep. Endlich sind wir im Kagadorf, ey. Hat ja auch nur 1000 Jahre gedauert. Es ist dir gelungen, den antiken Schrein zu erreichen oder auf die Blumen zu treten. Das habe ich anders beobachtet. Oh, noch so eine komische Statue, die ein Sabberlätzchen anhat. Der Liebesteich. Den Partner fürs Leben finden kann. Wie cute. Es lohnt sich, ihn zu suchen, auch wenn du sterben kannst. Ja! Yes! Ich hab das Huhn. Ach ja, genau, die legen dann Eier, wenn ich irgendwas mit denen mache, ne? Ciao. Einfach ins Feuer geworfen. Oh Gott, Hilfe. Der wird super aggro. Was ist das denn jetzt? Oh, fuck you. Oh, das meinte der mit, man soll das nicht überstrapazieren. Okay, ich bin ja schon weg. Tschüss. Was du? Ohne Witz jetzt? Ist klar. Vor allem kommen die so runter wie so Bomben. So wie so Silvesterknalle. Ich heiße Papaya. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid, schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter Geschichten von euch erzählt. Okay. Fangirl Alert. Läuft bei der. Ich mach die Tür so auf, so. Bam, bitches, I'm in the club. Wenn ich die letzten Worte der Prinzessin dann nicht weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Was? Ich bin bereit, sag doch einfach. Ich sterbe auch. Ja, alles super. Aber erst will ich deinen Keller stalken. Ich habe ihn verlassen, aber seine starken Arme beim Spannen seines Bogens wollen mir nicht aus dem Kopf. Komm, die Worte der Prinzessin. Befreie die Wirte da. Dafür soll ich jetzt sterben? Wow. Ich dachte, jetzt kommt was Hottes, so die letzte Nachricht von ihr, so. Arlenk, ich würde dich gern von oben bis unten ablecken, aber nein. Befreie die dann. Cool. War das ein fetter Kampf? Das wird bestimmt ein fetter Kampf. Sonst werden die Truhen nicht einfach so voll chillig hier stehen, so. Haha, ist so easy. Nee. Oh, nein. Ausweichen. Nein. Oh mein Gott.
bin so badass. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, wir beenden hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und Like da und wir sehen uns dann bei Chaka Bros.